In der Gegenwart des dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern wir diese Andacht. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Andacht. Wir sind erst wenige Tage nach Ostern und so lasst uns einander mit dem österlichen, alten österlichen Gruß gegenseitig zusprechen und begrüßen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und gleich noch einmal, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Schön, dass Sie da sind und wir miteinander diesen Gottesdienst feiern können. So lasst uns gleich miteinander singen vom Lied unter der Nummer 103 im Gesangbuch. Gelobt sei Gott im höchsten Thron, von diesem Lied alle 6 Strophen. 103, alle 6 Strophen. Lasst uns Psalm 23 miteinander beten, wer ihn nicht auswendig kann. Im Gesangbuch steht er unter der Nummer 711. 711, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immerdar. Amen. Wir beten. Guter Gott, in diesen Tagen denken wir daran, dass du tot warst und jetzt lebendig bist. Und wir sind jetzt lebendig und fürchten uns vor dem Tod. Manchmal erschrecken wir und sind niedergeschlagen von der Übermacht des Todes in unserer Welt und auch nicht weit weg von hier. Guter Gott, du hast den Tod besiegt. Lass uns das jetzt erfahren in diesem Gottesdienst, in dieser Gemeinschaft, in den Liedern, die wir singen und in den Worten, die wir hören. Danke, dass du jetzt bei uns bist. Amen. Amen. Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen und das apostolische Glaubensbekenntnis miteinander sprechen. 686 im Gesangbuch. 686. Ich glaube an Gott, den Vater des Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden und an das ewige Leben. Amen. Wir singen miteinander mit Freuden zart zu dieser Fahrt 108 im Gesangbuch diese drei Strophen. 108, Strophen 1 bis 3. Lass uns doch gleich
Liebe Gemeinde, zwei Männer machen sich deprimiert, enttäuscht und verzweifelt auf den Weg. Was sie miterleben, was sie mit ansehen mussten, wollten sie möglichst rasch hinter sich lassen. Nur weg von Jerusalem. Da geschah, was des Öfteren geschieht, wenn zwei Menschen miteinander wandern, nämlich, dass man jemanden trifft, der denselben Weg vor sich hat. Und sie kommen ins Gespräch. Der Dritte wollte wissen, worüber die beiden sich unterhielten. Und sie konnten es kaum glauben, dass er nicht wusste, was in Jerusalem geschehen ist. Als Jesus in Jerusalem einzog, so erzählten sie, da waren wir voller Hoffnung. Wir glaubten, dass der Traum von einer Welt in Frieden und Gerechtigkeit unmittelbar bevorstand. Aber die in Politik und Religion das Sagen hatten, die Herrschenden vermasselten das alles. Sie klagten ihn an, sie verurteilten ihn und töteten ihn schließlich am Kreuz. Dabei war Jesus kein schlechter Mensch, erst recht kein Verbrecher. Ganz im Gegenteil, er war ein Prophet, er hat viel Gutes getan, er hat vielen Menschen eine Lebensperspektive vermittelt, besonders Kranken und Gedemütigten. Und jetzt ist er tot, ein furchtbarer Tod. Und nach einem kurzen Luftholen fuhren sie fort im Erzählen. Doch die Geschichte geht noch weiter. Nach 3 Tagen haben uns die Freundinnen erneut in Aufregung versetzt. Sie sind bei dem Grab gewesen und das Grab ist leer. Da ergreift nun der Fremde das Wort. Er bringt die Perspektive der Bibel ins Gespräch. Die Propheten haben doch gesagt, dass Jesus leiden muss, um zu Christus zu werden. Dass der Menschensohn unerträgliche Qualen leiden wird, um zum Befreier und zum Retter der Welt zu werden. Eine neue Perspektive, ein Blick aus einer anderen Richtung, lässt ganz neu auf Bekanntes schauen und neue Dinge entdecken, und diese Dinge ganz neu entdecken. So kann man das also auch sehen. Das erklärt vielleicht nicht alles, was geschehen ist, aber es lässt die beiden Männer doch etwas ruhiger werden. Das innerliche Aufgewühltsein beruhigt sich ein wenig. Der Kopf wird wieder etwas freier, die Gedanken klarer und der Tunnelblick weitet sich. Wenn man so miteinander unterwegs ist, sich unterhält und seinen Gedanken nachhängt, vergeht die Zeit wie im Flug. So langsam wird es Zeit, etwas zu essen. Und es wird auch Zeit, sich auf die Suche nach einer Unterkunft zu machen. Inzwischen ist unter den Dreien eine gewisse Vertrautheit, eine Verbundenheit entstanden, sodass sie nun auch zum Essen miteinander bleiben. Und da ist es passiert. Der große Augenblick, der alles veränderte. Mit dem für die beiden Wanderer ein ganz neues Leben begann. Vorher waren sie müde, jetzt wurden sie plötzlich hellwach. Vorher waren sie enttäuscht, jetzt wurden sie plötzlich voller Begeisterung. Vorher waren sie niedergeschlagen, jetzt wurden sie plötzlich mutig und stark. Wie der Fremde das Brot nahm, Gott dankte, das Brot in Stücke brach und ihnen gab, da erkannten sie in dem Fremden doch ihren Freund, Jesus. Und da war er schlagartig wieder weg. Die beiden dachten nochmals nach über das, was sie in den letzten beiden Stunden so erlebt haben. Sein Reden, sein Erklären der Worte der Bibel. Und da war doch schon so etwa so ein Gefühl, dass die Trauer in ihnen weniger Raum bekam. Da spürten sie doch einen sachten, vorsichtigen Aufbruch in ihnen.
Und jetzt? Jetzt war alle Niedergeschlagenheit und alle Mattheit wie weggeblasen. Sie brauchten jetzt kein Bett mehr, um sich auszurühren und um neu zu Kräften zu kommen. Auf der Stelle packten sie ihre 7 Sachen. Sie hatten ja nicht viel dabei. Und schon waren sie wieder auf dem Rückweg nach Jerusalem. In Jerusalem trafen sie einige Leute, die zur Jesusbewegung gehörten. Denen riefen sie zu: Der Herr ist auferstanden! Er ist wirklich auferstanden! Und dann erzählten sie von ihrem Aufbruch, von ihrer eigenen Auferweckung. Sie sind selbst aus Trauer und in Freude, aus Verzweiflung in Begeisterung. Sie sind aus dem Tod ins Leben auferweckt worden. Diese Geschichte steht auch in der Bibel, ein bisschen anders, als ich sie erzählt habe. Aber ich lese sie jetzt in Lukas 24, die Verse 15 bis 35. Am selben Tag waren 2 Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es lag gut 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Während sie noch redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst zu ihnen und ging mit ihnen. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt, und sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie: Worüber unterhaltet ihr euch auf eurem Weg? Da blieben sie traurig stehen. Einer von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist. Jesus fragte sie: Was denn? Und sie sagten zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth. Er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken und seine Worte vor Gott und dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates ließen ihn zum Tod verurteilen und kreuzigen. Wir hatten doch gehofft, dass er der erwartete Retter Israels ist. Aber nun ist es schon seit 3 Tagen her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, in Aufregung versetzt. Sie waren früh morgens am Grab, aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten: Wir haben Engel gesehen, die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen gesagt haben, aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Da sagte Jesus zu den beiden: Warum seid ihr so begriffsstutzig? Warum fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie hin unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn: Bleib doch bei uns, es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Später ließ er sich mit ihnen zum Essen nieder. Er nahm das Brot, dankte Gott, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten untereinander: Brannte nicht unser Herz vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heilige Schrift erklärte? Sofort brachen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die 11 Jünger beieinander, zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu: Der Herr ist wirklich auferstanden, er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Ihr Lieben, es gibt zwar kein Patentrezept, wann und wo und wie wir aus dem lebendigen Tod ins Leben auferstehen können. Doch ein paar Dinge, die wir auch in dieser Geschichte gehört haben, ein paar Dinge unterstützen uns dabei. Und zwar nicht nur bei jungen Menschen, sondern auch hier unter Lebenserfahrenen, unter Seniorinnen und Senioren. Was kann uns helfen,
um aufzuerstehen ins Leben. Wenn wir uns nicht abkapseln, zurückziehen, sondern uns auf Begegnungen mit anderen Menschen einlassen. Oder auch, wenn wir die Bibel, dieses alte Wort, diese wohlbekannten und vertrauten Worte, wie zum ersten Mal lesen. Uns vorstellen, ich kenne diese Geschichte nicht und ich lese sie jetzt zum ersten Mal und lasse sie ganz neu zu mir sprechen. Oder auch, wenn wir einander einladen und dann Tischgemeinschaft miteinander haben. Wenn wir die Mahlzeiten ganz bewusst mit anderen, neben anderen an unserer Seite einnehmen und darauf vertrauen, dass Christus mit uns ist. Oder auch, wenn wir einander vertrauen, wenn wir uns einander anvertrauen und Dinge sagen, die wir einfach einmal loswerden wollen, aber das uns bislang noch nicht gelungen ist. Und wir können sicher sein, wenn wir so das eine oder andere tun, wenn wir uns so verhalten, dann wird Christus das Entscheidende tun. Wenn wir nur mitmachen, dann dürfen wir ins Leben auferstehen. Ich schließe mit einem Gedicht von Marie-Louise Kaschnitz, überschrieben Auferstehung. Manchmal stehen wir auf, stehen wir zur Auferstehung auf, mitten am Tag, mit unserem lebendigen Haar, mit unserer atmenden Haut. Nur das Gewohnte ist um uns. Keine Fata Morgana von Palmen mit weidenden Löwen und sanften Wölfen. Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken, ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. Und dennoch leicht und dennoch unverwundbar, geordnet in geheimnisvolle Ordnung, vorweggenommen in ein Haus aus Licht. Auferstehung von Marie-Louise Kaschnitz. Ja, auch wir dürfen auferstehen. Nicht erst nach unserem Tod, sondern dürfen ins irdische Leben hier und heute auferstehen. Mit Christus. Amen. Wir beten. Guter und barmherziger Gott, die Auferweckung deines Sohnes, des Retters der Welt, unseres Befreiers, ist nicht nur ein Geschehen vor 2000 Jahren. Auch wir dürfen und sollen ins Leben heute auferstehen. Wir bitten darum, dass wir uns dafür öffnen und dass wir dazu bereit werden. Wir bitten für Menschen, die sich in Entscheidungssituationen befinden, stärke sie in ihrer Weisheit, in ihrer Fantasie, in ihrem Mut und ihrem Vertrauen auf dich. Wir bitten für Menschen, die bekümmert sind, die der Zweifel drückt, die in Not sind. Lass sie eine neue Perspektive auf ihr Leben entdecken, damit sie mutig und gestärkt auferstehen und ihren Weg ins Leben finden. Guter Gott, unsere Welt ist voll von Gewalt in den Familien, in den Städten, zwischen Volksgruppen und zwischen Nationen. Lass uns nicht daran verzweifeln und resignieren, sondern schaffe in uns und in denen, die das Sagen haben, Gedanken und Taten, die Versöhnung, die Frieden und Gerechtigkeit bewirken. Guter Gott, wir danken dir, dass du unsere Gebete erhörst, wenn auch viele unserer Wünsche nicht erfüllt werden. So höre und erhöre uns, wenn wir dich gemeinsam jetzt anrufen, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen alle fröhlich sein. Lasst uns miteinander singen im Gesangbuch die Nummer 100, alle 5 Strophen. Und wir singen nach jeder Strophe den Refrain Halleluja.
100, alle 5 Strophen. Wir wollen alle fröhlich sein. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes und gesegnetes Wochenende und nehmen Sie das mit. Christus ist auferstanden und wir dürfen heute schon ins Leben auferstehen. Geht im Segen Gottes. Gott segne dich und beschütze dich. Gott blicke dich freundlich an und schenke dir seine Liebe. Gott wendet sein Angesicht dir zu und schenkt dir seinen Frieden.